du siehst, gerade im Herbst schlägt das Wetter gern mal schnell um. Und deswegen sind wir doppelt froh, dass wir heute so eine gute Ausrüstung mit am Start haben. Wir haben das ganze Zeug übrigens nur gemietet bei VD. Das kann man da machen. Wir finden es nicht nur eine coole Sache, sondern auch noch nachhaltig und echt günstig. Also vielleicht auch ein cooler Tipp für dich. Wir sind am heutigen Tagesziel angekommen, an der Plattform oberhalb des Diemelsees. Und hier schon echt ruhig. Also es wird, glaube ich, eine spannende Nacht. Wir finden es besonders cool, dass es sogar eine Komposttoilette gibt. Und hier diese Gruppe aus Bank und Tisch. Da können wir dann morgen früh Kaffee trinken und frühstücken. Marie ist schon da hinten in ihrem Zelt. Ich habe zum Glück Alba an meiner Seite. Sieht man nicht, ich weiß es nicht. Ist ja auch unsere erste Nacht, vor allem ihre erste überhaupt im Zelt. Und ich bin mal gespannt, wie sie es macht und ob sie auf Tiergeräusche anspringt, weil dann kriege ich wahrscheinlich kein Auge zu. Guten Morgen. Ja, das war vielleicht eine aufregende Nacht. Es hat dann irgendwann angefangen zu regnen. Und dann war es echt laut und ich bin ein paar Mal aufgewacht. Aber ich muss sagen, es war nicht allzu kalt. Also wir haben wirklich eine sehr gute Ausrüstung. Ja, das brauchst du auf jeden Fall auch im Herbst. Und dann macht das richtig Spaß. Also sehr empfehlenswert. Falls ihr jetzt auch Bock bekommen habt, sowas mal zu erleben, aktuell gibt es ja im Trekkingpark Sauerland 9 verschiedene Plattformen. Die könnt ihr auch über die Website buchen, findet ihr, wenn ihr Trekkingpark Sauerland eingibt. Und wir haben jetzt 20 Euro bezahlt für diese Nacht. Und eine coole Sache ist auch noch, dass wenn man gebucht hat, hat man die Plattform für sich exklusiv und muss jetzt nicht Angst haben, dass man sie auf einmal mit 5 anderen Zelten diese Plattform teilt. Also viel Spaß! Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen verabschieden wir uns jetzt von euch hier am Aussichtspunkt St. Muffert. Wir hoffen, euch hat unser Abenteuer vor der Haustür genauso gefallen wie uns. Viel Spaß beim Nachmachen!